Hallo, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und wie jede Woche haben wir einige interessante Themen für dich vorbereitet rund ums Trading. Das kann von plattformrelevanten Themen bis zu interessanten Trading-Setup alles sein. Würde mich freuen, wenn du dich direkt hier zu unserem Kanal abonnierst, dass du auch in Zukunft keines der Themen verpasst. Und jetzt schauen wir direkt mal auf den Screen, was wir heute vorbereitet haben. Ja, auch diese Woche wollen wir natürlich einmal auf die Aktie AMC schauen. Und was wir zumindest seit letzter Woche feststellen können, dass wir wieder einen deutlichen Anstieg hier in der impliziten Volatilität haben, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass hier die Schwankungen in den letzten 6, 7 Tagen deutlich angestiegen sind. Aber was umso interessanter ist, dass jetzt auch hier das Call-Volumen eigentlich noch einen Level erreicht hat mit über 1,1 Millionen Call-Optionen. Das war Stand Mitte letzte Woche, was weit über dem maximalen Volumen war, was wir hier noch Ende Januar, Anfang Februar hatten. Natürlich ist auch das Put-Volumen angestiegen, aber nicht wie so stark wie hier Ende Januar. Also das ist auf jeden Fall positive Nachrichten. Ob es natürlich nochmal wirklich so einen Höhenflug jetzt geben kann, wie in der Form Ende Januar, mag ich mal zu bezweifeln. Aber von vielen Titeln, muss ich sagen, hat sich AMC eigentlich jetzt am besten erholt. Sieht vom Volumen auch ganz gut aus. Man darf ja nicht vergessen, es war ja zwischenzeitlich hier fast wieder bei $5 zurückgekommen. Und letzte Woche mit dem Sprung über 10 sieht das sicherlich recht interessant aus. Natürlich, die Volatilität ist nach wie vor recht hoch und es gibt aktuell auch nur ganz kurzfristige Wetten hier oder mit großen Volumen bis zum Ende der Woche. Ansonsten, was vielleicht noch wichtig ist, wenn man in der Form noch Informationen sucht, rund um AMC würde ich sicherlich hier die Konferenz am 10. März empfehlen, wo es um das Ergebnis 2020 geht, sowie auch das vierte Quartal. Das ist sicherlich für jemanden, der jetzt längerfristig interessiert ist an dem Titel AMC und natürlich dann auch zwangsläufig ein Stück stärker in die News reinschauen muss. Ich glaube, was wir hier gesehen haben, wir hatten es oft besprochen, war natürlich auch viel, was jetzt nicht mit investieren oder normalen Trading zu beschreiben ist. Da waren auch sehr viele sogenannte Zocker, wenn man so nimmt, mit unterwegs, was auch ein Stück weit natürlich dann durch diverse Foren getrieben wurden. Aber jetzt wird sich zeigen, welche der Werte dann wirklich, sage ich mal, hier auch in einem längeren Run vielleicht bestehen kann, ohne jetzt gleich wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Ansonsten wollen wir natürlich auch noch den ein oder anderen Wert der aktuellen Woche mit an die Hand geben. Wir haben gestern RKT hier als Wert rausgefiltert. Da hatte natürlich noch niemand erwartet, dass es hier 65% nach oben geht. Heute mit dem Titel gab extreme Volumen natürlich hier gestern schon, aber heute mit 1,1 Millionen sieht man auch ein Stück weit, was da natürlich dann für eine Kraft dahinter ist mit so einem extremen Volumen und die Tageskerze, vor allen Dingen, was dann nochmal hier in der zweiten Tageshälfte passiert ist, ist natürlich gigantisch von 29 dann nochmal hoch auf 42. Glaube, da ist sicherlich sogar noch mehr Potenzial vorhanden. Der Wert ist zwar jetzt schon richtig gut gelaufen, aber da kann ich mir sicherlich noch die ein oder andere Bewegung dementsprechend mit vorstellen. Ansonsten gab es diese Woche noch ja, interessante Bewegungen, wie hier zu sehen beim Wert DKNG. Gab es den Ausbruch über 65 gestern, heute wurde die 70 zum ersten Mal angetestet. Ist jetzt die Frage, setzt sich der Ausbruch jetzt fort oder der aktuelle Trend oder gab es nur dieses Antesten der 70? Aber momentan sehr gefragter Wert, auch was Volumen anbelangt, sieht der Wert sehr, sehr interessant aus. Und ja, gerade heute gab es natürlich noch einige Werte aus dem Automobilsektor. Allen voran haben wir hier Ford Motors oder auch General Motors. Ford Motors mit dem Ausbruch, glaube ich, hier besonders interessant, wobei auch hier nur
sehr mittel- oder kurzfristige Optionen eröffnet wurden. Aber man sieht nach wie vor immer noch ein recht gutes Volumen bei verschiedensten Titeln. Wie gesagt, AMC und RKT war jetzt einer dieser Werte und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir ihn wieder ähnliche Titel wie Nokia und BlackBerry auch in der nächsten Woche mit präsentieren können. Auf jeden Fall aktuelle Zeit sieht man ganz interessant Werte wie Tesla und NIO, die jetzt ja doch recht stark im letzten Jahr gestiegen sind, kommen eher etwas zurück. Dafür kommen jetzt Ford und General Motors, muss man sagen, etwas stärker auf. Man sieht immer so wieder Verlagerungen in verschiedenste Sektoren und glaube auch so die Betrachtung zwischen AMC und Disney, wie wir es diese Woche auch im Artikel auf unserem Blog beschrieben haben, momentan sicherlich besonders interessant. Von daher, wenn Sie auch keine der nächsten Empfehlungen hier verpassen wollen, dann abonnieren Sie bitte unseren Kanal und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.